erstmal nichts, gell? Naja, egal. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Sie kennen doch bestimmt auch diese Situation, wenn die Welt Kopf steht, wenn nichts mehr stimmt, wenn falsch und richtig nicht mehr zusammenpassen, wenn sich vielleicht Ihre engsten Vertrauten völlig verrannt haben und nicht mehr wissen, was hinten und vorne ist, Sie völlig allein auf weiter Wald und Flur stehen, dann nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie in die Pilze. Das machen wir heute auch zusammen. Bis wir den ersten finden, trinken wir halt Helles, würde ich sagen. Und die erste Erkenntnis des Tages ist, also wenn man ein gutes Plätzchen finden will im Wald, wo Pilze wachsen, da muss man ganz schön weit fahren. Also das Erste, was man hier lernt, wenn man in die Pilze geht, ist, gell, keine Plastiktüte mitnehmen, sondern Papiertüte, Stoffbeutel, Körbchen wäre natürlich noch schöner, Stoffrucksack, sowas geht nichts, wo der Pilz dann schwitzt. Der schwitzt nicht, da ist nämlich kein Pilz drin, bin jetzt, gell? Ich hab's doch gesagt, das hier ist ein Helles. Muss man halt immer los, dann. Und da steht schon der erste, gell? Das ist der, ich zeige es Ihnen mal, das ist ein kleiner, aber es ist einer. Der weißköpfige Adler, der diese Woche offensichtlich Deutschland besucht, der ist kurz vorm, Zerfall, gell? Ist ein bisschen ausgefranst obenrum, also der Kopf ist nicht mehr ganz so in Ordnung, das sehen Sie ja auch, gell? Und der wächst dort, wo es stürmisch ist, also Sie wissen schon, wo ich war, also der braucht ein bisschen raues Klima hier, der Weißkopfadler. Naja, mal gucken, was man noch finden. Die wichtigste Regel beim Pilzesuchen ist aber folgende: Was du nicht kennst, lässt du stehen. Kenne ich nicht. Naja. Ach, Hallimasch. Nee, Stockschwemmle. Nee, Hallimasch. Oh Gott, ich hab mit der Sense gemerkt. Naja. Wollen Sie es mal sehen? Na, hol ich es mal her. Ah ja, freilich, gell? Der Süler kommentiert das mit, das kostet ja mit der Sense gemerkt, gell? Hallimasch, da ist nichts Schlechtes dran an dem Ding, gell? Er darf nicht zu alt sein, der Hallimasch. Also wenn er, 60 Jahre ist, dann sollte er aufhören. Und das macht er auch. Das letzte Mal Hallimasch gibt es nämlich am 11.11., ist ein Montag. Ja, wirklich, zum 60. Geburtstag des Sula Karnevalsclubs im CCS. Das ist der Hammer. Hallimasch hin, Hallimasch hin, aber das letzte Mal halt, gell? Weil sie sich dann auch gedacht haben, Mensch, jetzt wollen wir mal in die Schwemm, gell? Und brauchen ein bisschen Ruhe. Und da haben die gedacht, machen wir halt mal. Und am 11.11., da willst du auch gar nicht, weißt du, da bist du ja sowieso in der Stadthalle in Suhl. Naja, Hallimasch halt, gell? Wissen Sie eigentlich, dass Sie Ihren Enkeln eine riesengroße Freude machen können? Oder Ihren Kindern oder auch sich selber, indem Sie denen einfach weitersagen, dass es Nonsens, weil es ein ganzer Quatsch hier auch im Radio gibt, verrückte Welt. Im Radio, jeden Tag im Radio, also Montag bis Freitag, gell, im Radio, 6.40 Uhr, 8.40 Uhr und 10.50 Uhr auf Landeswelle Thüringen. Wenn Sie das weitersagen, auch Menschen, die Sie nicht leiden können, sagen Sie es einfach weiter, dann ist uns allen geholfen, niemandem fehlt was und vielleicht gibt es 2-3 Leuten hinterher sogar besser, weißt du ja nicht.
geschwemmt. Also über. Naja, nur habe ich ja aber auch hier schon etliche Jogger gesehen. Gell? Also früher hieß es Crossläufer. Ja, jetzt sind es Jogger. Und die habe ich gesehen und habe mich so gedacht, weit laufen die auch. Gell? Und da habe ich so gedacht, naja, also wenn die so weit laufen durch den Wald, mal rein rechnerisch, an wie vielen Pilzen laufen die denn vorbei? Hä? Also das muss man sich immer ausrechnen. Also an wie vielen, zum Schluss, du kannst auch hochrechnen, an wie vielen warmen Mahlzeiten laufen die vorbei, wenn die nur, ich sage mal, 2-3 Kilometer hier durch den Wald machen. Ja, da lässt sogar hier die Kamera an den Kopf hängen. Naja. Ich sage mal so, wenn du durch den Wald machst, gell, musst du vor allen Dingen aufpassen, dass man nicht auf die Fresse fliegt. Das ist wie überall im Leben. Stolpersteine gibt es überall. Aber was ist denn die Woche nur passiert? Naja, in Erfurt hat die Brombeerkoalition sich auf Sondierungspapier ergossen. Und ist jetzt der Meinung, man könnte jetzt mit diesem Sondierungspapier doch mal Koalitionsverhandlungen anfangen. Wo ich mir denke, das erinnert mich ein bisschen an mich. Schön langsam. Nichts überstürzen. Gell? Gerade wenn es um solche Sachen geht wie Pilze im Wald. Weil da steht ja die Zukunft auf dem Spiel. 41 Pilzvergiftungen gab es bis vor ungefähr 14 Tagen in Thüringen. Und das ist weniger als sonst, haben sie gesagt. Und da wollen wir uns doch jetzt nicht an so einem Sondierungspapier verschlucken, nur weil wir es eilig hatten und wollten das dies Jahr noch auf die Reihe kriegen. Jetzt ist Oktober, Leute. Ja. Dann kommt die närrische Zeit. Dann ist Weihnachten, Neujahr. Dann ist die närrische Zeit rum, dann reicht's doch auch noch. Also ich weiß nicht, was die jetzt für eine Hektik machen in diesem Erfurt. Nur weil sie jetzt der Meinung sind, 44 Stimmen zusammen, ja, das ist ja mehr als die Hälfte von 88. Da müssen wir auch noch mal drüber reden, glaube ich. Guck mal, Wald, ja, guck mal, ich. Ja, ich bin halt ein bisschen in Pilzen heute, gell? Und weil das jetzt nun mal die höchst bezahlte Unterhaltungssendung hier im Regionalfernsehen ist, habe ich halt auch von langer Hand hier in Kameramann. Naja, wollen wir mal nicht meckern, gell? So, wenn man ab und zu. Man kann ja auch vieles aus der Natur holen. Zum Beispiel eine Pilzmahlzeit. Vorsicht, sage ich hier, das Loch, sei Vorsicht bei der Auswahl der Pilze, wenn Sie es nicht kennen. Also ich weiß nicht, sind Sie so verrückt und würden es ausprobieren? Oder sagen Sie, nee, da trinke ich lieber, was ich kenne. Das muss jeder so machen, wie es will. Ne? Ich begrüße Sie herzlich im Eurojackpot-Studio von Lotto Thüringen. Jeder verwendet Sie und für unsere Kommunikation in der digitalen Welt sind Sie eigentlich nicht mehr wegzudenken. Es geht um die Smileys. Mittlerweile fügen die meisten Menschen ihren Kurznachrichten die kleinen digitalen Gesichter hinzu, um ihrer Nachricht mehr Ausdruck zu verleihen. Aber woher kommt diese Angewohnheit eigentlich und wie sind die Smileys entstanden? Dazu sage ich gleich mehr. Wir kommen jetzt erstmal zu den neuen Gewinnzahlen im Eurojackpot vom 18. Oktober, wie immer ohne Gewähr. Herzlichen Glückwunsch, wenn das Ihre Zahlen waren. Wir waren ja bei den bunten Smileys stehen geblieben. Die Geschichte der Smileys begann in den 1960er Jahren, als der amerikanische Grafikdesigner Harvey Ball das bekannte gelbe Smiley-Gesicht entwarf.
Im Jahr 1963 schließlich erhielt er den Auftrag, ein Symbol zu erschaffen, das das Arbeitsklima einer Versicherungsgesellschaft verbessern sollte. Innerhalb von nur 10 Minuten zeichnete Ball das einfache, lächelnde Gesicht mit 2 Punkten für die Augen und einem gebogenen Mund. Das Motiv verbreitete sich schnell und wurde in den 70er Jahren zu einem Symbol für positive Stimmung und Optimismus. In den 80er Jahren entwickelte sich der Smiley weiter, als er in die digitale Kommunikation einzog. Der Informatiker Scott Forman schlug vor, die kleinen Zeichen als Mittel zur Unterscheidung von humorvollen und ernsten Nachrichten zu nutzen. Diese frühen Emoticons waren der Vorläufer der heutigen Emojis, die weltweit genutzt werden, um Gefühle und Stimmungen in digitaler Kommunikation auszudrücken. Eine echte Erfolgsgeschichte. Und nun möchte ich Ihnen noch folgenden Rat mitgeben, der vielleicht auch zum Erfolg führen kann. Nicht vergessen, Ihren nächsten Lotto-Tipp abzugeben. Lotto spielen geht auch ganz einfach online, indem Sie Ihren Tippschein auf lotto-thüringen.de oder in der neuen Lotto Thüringen App abgeben. Ja, und so viel ist am Dienstag wieder für Sie drin im Eurojackpot. Na, Onno, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 40 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Ich drücke Ihnen ganz, ganz fest die Daumen und hier geht's jetzt weiter mit Daniel Ebert und Nonsenf. Ach, schön, dass Sie noch dran sind beim Pilze suchen, beim Groß. Übrigens, Wahnsinn, dieses Jahr, das muss man einfach mal so sagen, gell? Es war warm, es war nass, das heißt, das ist ja ein Mekka für die Pilze, also im Thüringer Wald. Und wenn Sie sich selber dabei auch noch ein bisschen schön machen wollen, dann gehen Sie einfach dorthin, wo mal gewester Wald ist. Also dort, wo es mal Bäume gab, sowas wie hier zum Beispiel. Da standen mal welche, hat der Borkenkäfer gefressen, sind weg, ja. Braucht man nicht mehr drum rumlaufen, kann man gerade drüber, findet man leider keine Pilze, weil der Pilz ja sehr oft ein symbiotisches Wesen ist. Und die Freunde von Star Trek wissen, was eine Symbiose ist. Genau, das ist, wenn man ein bisschen dicke Beine kriegt und dann Stützstrümpfe tragen muss. Und das willst du nicht beim Steinpilz, sage ich mal so. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal an meinen Lieblingsplatz, den zeige ich Ihnen dann auch gleich. Aber hier erst nochmal hier Karl. Karl der Käfer. Wolkenformationen, schöner kann man sich's nicht malen. Wollen wir sie hier mit Baumgruppe und so? Oh, da kann ich ein bisschen Teleshopping oder Wetterbericht machen. Und dann habe ich ja bisschen ein Husten auch, aber das liegt an der Jahreszeit, sag ich mal. So, aber dann habe ich auch immer meine Pilztüte dabei und in der Pilztüte ist immer ein helles. So. Können Sie mal angucken, das ist ein Rhönbier. Das passt super in den Thüringer Wald, das muss man jetzt einfach mal sagen. Es ist halt kein Pilz. Ja? Und jetzt werden Sie sich zu Recht natürlich fragen, machen denn die kein Pilz? Doch, machen die auch. Aber eins nach dem anderen, man trinkt ja auch nicht zwei Bier sozusagen gleichzeitig, gell? Also in diesem Falle, diese Sendung wird unterstützt durch, die Sendung nicht. Eigentlich werde nur ich oder meine Leber unterstützt durch Produktplatzierungen, naja. Da jetzt ein paar Hallimaschen an. Oh. Noch
mal ein Späßle zwischendurch, gell? Weil so viele gefragt haben, was ist denn nur der Unterschied zwischen einem Helm und einem Pilz? Das zeige ich euch. Pass auf, muss ich die Kamera rumdrehen. Hier, siehst du es? Rechts ist ein Pilz, links ist ein helles. Podcast. Und da muss man sich vorstellen, Podcast heißt erstmal, dass viel gesprochen wird. Es wird sehr viel geredet. Ob das jetzt mit Bild ist oder nur Ton, ist mittlerweile völlig egal. Also es gibt auch Podcasts, da kann man dazu gucken. Also wichtig ist, mindestens einer spricht und mindestens einer hört zu, dann ist es ein Podcast. Wenn Sie das jetzt also hören, ist es schon einer. So, dann ist ein Podcast eine regelmäßige Geschichte. Also dieser eine, in dem Falle jetzt mal ich, redet halt regelmäßig zu Ihnen. Und deswegen ist Nonsenf auch ein Podcast. Und man kann den abonnieren bei YouTube. Also das ist verrückt. Da gehen Sie mal bei Daniel Ebert TV ohne Strich und Punkt und Komma auf die Seite. Gell? Und dann machen Sie Ihr Häkchen unten hin. Und dann sind Sie Podcast-Hörer. Verrückte Welt. Ja. Einen habe ich noch. Also, stellen Sie sich mal vor, Sie kommen mal mit mir jetzt zusammen ins Reich der Fantasie. Dort gibt es, sagen wir mal, alles zu kaufen, was das Herz begehrt, aber die Supermärkte sind voll. Die Leute stehen Schlange, jeder will der Erste sein. Es ist ein Gerammel. Das System Supermarkt steht kurz vor dem Kollaps, weil einfach viel zu viele Leute da rein wollen und das Zeug brauchen. So, was macht man da? Da muss natürlich, das weiß auch die Regierung, eine Supermarktreform her. Die wird beschlossen, da hat sich ein ganz schlauer Mann was ausgedacht, hat gesagt, pass auf, zuerst mal machen wir vor allen Dingen im ländlichen Raum ein paar kleine Supermärkte dicht, die braucht kein Mensch. Und dann sollen sich die Supermärkte mal so ein bisschen spezialisieren. Sagen wir mal, einer spezialisiert sich auf Butter. Gibt's nur noch Butter. Wenn du ein Stück Butter willst, fährst du, ich sage mal, nach Apolda und kaufst Butter. Willst du ein Radieschen, ja, auf dein Butterbrot, dann musst du in den für Radieschen spezialisierten Supermarkt, der ist in Meiningen. So, und jetzt stell dir mal vor, musst du einen Einkauf zusammenkriegen, der die ganze Woche hält. Da ist ja die Woche um, kannst du sagen, und da hast du noch lange nichts gegessen. Also Brot, das gibt es ja wieder in Nordhausen, wenn du mal ein Bier trinken willst, das steht in Altenburg. Also da bist du die ganze Woche unterwegs. Und das, dieses Ding, das hat der Bundestag diese Woche wirklich beschlossen. Allerdings nicht für Supermärkte, sondern für Krankenhäuser. Ja. Und da merkt man mal wieder, es ist wirklich das größte Problem im Moment, ist der Fachkräftemangel. Und zwar der im Bundestag. Naja, jetzt gehen auch hier langsam die Lichter aus, gell? Es ist kurz vor 7, würde ich sagen, abends. Als ich das hier, und da wird es jetzt langsam auch dunkel im Wald, da muss man auch heim. Weil die Straßenbeleuchtung hier ist auch nicht mehr das, was die Glühwürmchen früher waren. Deswegen verabschiede ich mich. Nächste Woche sind wir dann wieder drin, nehme ich mal an und kochen die Pilze ein. Mal gucken, ob sie so lange halten. Gefunden haben wir aber, ich war ehrlich gesagt mit dem Abend ganz. Da kann man nichts sagen. Das sagt man nicht. Also das ist, tschüss.